Öffne das Gondelschleusentor, bitte. Hell, öffne bitte das Gondelschleusentor. Hallo, Hell, hörst du mich? Hallo, Hell, hörst du mich? Hörst du mich, Hell? Kannst du mich hören, Hell? Hallo, Hell, hörst du mich? Hallo, Hell, hörst du mich? Hörst du mich, Hell? Jawohl, Dave. Ich höre dich. Öffne das Gondelschleusentor. Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun. Wo liegt das Problem? Ich glaube, du weißt ebenso gut wie ich, wo das Problem liegt. Wovon redest du überhaupt, Hell? Das Unternehmen ist zu wichtig, als dass ich dir erlauben dürfte, es zu gefährden. Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf. Wie zum Teufel kommst du auf die Idee? Dave, ihr habt zwar in der Gondel alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit ich euch nicht hören konnte. Aber ich habe doch eure Lippenbewegungen gesehen. Also gut, Herr. Dann werde ich eben durch die Notluftschleuse reinkommen. Ohne deinen Raumhelm wird dir das wohl sehr schwer fallen, Dave. Du wirst jetzt tun, was ich dir befehle. Öffne das Schleusentor. Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl. Hell? 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 Help!